Hallo zusammen, ich bin's wieder Nicole von Step Up Your Life. Ja, und meine heutige Idee ist auch Teil des Osterblockhops vom Designteam Papierverrückt. Also wenn ihr euch gern inspirieren lassen wollt rund um Ostern und Frühling, schaut doch mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Dort verlinke ich euch jeden Tag in meiner Story die neuesten Ideen rund um Ostern. Und mein heutiger Beitrag zu dem Hop ist so eine Karte, ganz im Stil der Schmetterlinge. Und es ist eine Geburtstagskarte jetzt in meinem Fall. Und das ist so eine, nennt man so dann, Flip-Over- oder Flip-Flap-Karte. Und wie ihr seht, habe ich sie mit mehreren Sprüchen versehen. Das könntet ihr auch einfach weglassen und Bilder reinmachen zum Beispiel. Ja, und ja, das hier war mein Prototyp, mal eine andere Farb. Kombi, ein bisschen dunkler gehalten und aber noch nicht dekoriert, dass ihr so eine Idee bekommt, wie es auch aussehen kann. Wie ihr so eine Karte machen könnt, das zeige ich euch. Wir brauchen auch ein bisschen mehr Papier. Und zwar braucht ihr jede Menge Aufleger. Und zwar fangen wir mal mit der Grundkarte an. Die Grundkarte hat ein Maß von 28 mal 10,5 und also so, falls der in der Mitte bei 14 und dann braucht ihr drei Stücke Designerpapier. Die haben jeweils ein Maß von 13,5 mal 10 und da müsst ihr euch halt entscheiden, ja, welches Design ihr gern haben wollt. Wie gesagt, drei Stücke davon. Die können wir auch schon gleich einkleben oder aufkleben. Das Stück für die Vorderseite kommt nach vorne und bei der Karte hier ist es ganz wichtig, dass ihr immer auf die Ausrichtung von eurem Papier achtet. Deswegen würde ich es euch empfehlen, wenn ihr Designerpapier also mit Verlauf habt, wie jetzt hier, dass ihr euch das erst im Nachhinein aufklebt. Und wir können von der Innenseite die linke Seite schon aufkleben. Die rechte noch nicht, die müssen wir noch bearbeiten. So. Und zwar legen wir mal den ganzen Rest weg. Wird daraus jetzt der Mechanismus geschnitten. Und zwar, sieht jetzt komplizierter aus, als es in Wirklichkeit ist. Ihr nehmt euch euren Papierschneider und zieht euch Falzlinien. Nee, nicht Falzlinien, Bleistiftlinien. So. Also ich habe das mit einem normalen Bleistift gemacht, alle Klingen weg, die lange Seite nach oben und habe mir bei einem Zentimeter mit einem Spitzenstift und also legt euch die lange Seite oben an und zieht euch mit einem Bleistift bei einem Zentimeter eine Falzlinie. Dreht das Ganze um, nochmal bei einem Zentimeter. Also ich habe das auf der Rückseite des Papiers gemacht. Und wenn ihr die kurze Seite oben anlegt, malt ihr bei 1,5. Das sieht man später nicht mehr, beziehungsweise man kann es auch noch wegradieren. Das sind bloß jetzt gleich Hilfslinien. Denn jetzt müssen wir schneiden. Und zwar müssen wir, jetzt müsst ihr aufpassen. So kommt mein Papier. Ich zeige es euch mal, ob man das sieht. Ja. Also das Papier, die Schmetterlinge, so sollen die Schmetterlinge sein. Das bedeutet, ich schneide hier oben und unten. Und auf der linken Seite. Deswegen ganz wichtig, achtet auf die Ausrichtung von eurem Papier. Jetzt legt ihr euch das eben wieder bei 1,5 cm hin. Positioniert euch eure Schneideklinge. Wenn ihr das von Stampin' Up habt, habt ihr ja hier auch die Einteilung. Bei einem Zentimeter einhaken und schneiden bis 12,5. Dann passt das. Also die beiden langen Seiten könnt ihr direkt schneiden. Wenn ihr das von Stampin' Up! Knit habt, legt es euch so vor euch. Und
guckt dann, wo eure Bleistiftlinien sind und markiert euch und schneidet euch das dann so. Bevor ihr jetzt schneidet, nochmal gucken. Also ich muss hier schneiden. Also lege ich mir das hier bei einem Zentimeter an. Positioniere mir wieder die Klinge an der Linie und schneide rüber bis zur nächsten Linie. Und jetzt sollte das hier genau so aufgeschnitten sein. Kurz das Falzbrett weg. Nee, noch nicht. Und jetzt legt ihr euch die andere Seite, also die geschlossene Seite, bei einem Zentimeter an und falzt jetzt zwischen den beiden Linien. Macht euch eine Falzlinie. So. Und das falzt ihr euch jetzt mal vorsichtig in beide Richtungen. Also einmal so und dann auch nochmal nach innen. Dass das schön biegsam ist in alle Richtungen. So. Geht wunderbar. So. Jetzt klappt ihr euch. Also so liegt es später in eurer Karte. Die Schmetterlinge in die Richtung. Ihr legt euch das jetzt unter den Rahmen. Und jetzt müssen wir auf der Seite hier falzen. Und zwar legt ihr euch das Ganze jetzt wieder in euren Papierschneider. Ich mache das jetzt vorrangig mal hier. Und ihr falzt bei 1,5. Schneidklinge weg. 1,5. Bei 3. Dreht euch das Ganze einmal. Und nochmal bei 4,5. So. Und die könnt ihr euch jetzt auch schon mal falten. Ich habe das auch wieder in beide Richtungen. Das ist Designerpapier. Das muss man jetzt ja nicht so fest drücken. So. Jetzt kommt das nächste Stück. Und zwar braucht ihr ein Stück Farbkarton. Das hat ein Maß von 12,5 x 7,5 und ein Stück Designerpapier in 13,5 x 7. Das ist ein Stück länger. Wenn wir das nämlich gleich hier so draufkleben, guckt das hier hinten raus. So. Und das wird dann... So, jetzt hätte ich nämlich fast vergessen. Wir müssen hier, bevor wir das jetzt zusammenkleben, zuerst noch unsere Ziehlasche hier anbringen. Denn die ist jetzt nicht hier hinten dran geklebt. Die würde dann hier haken. Das war jetzt bei mir der Fall. Deswegen klebe ich das zwischen Farbkarton und Designerpapier. Ich habe hier genommen die Handstanze. Ihr könnt aber auch die Briefmarke nehmen. Einen Kreis. Egal, was ihr habt, guckt einfach. Und ich habe mir so ungefähr eine halbe Stanze hergenommen. Einfach ausstanzen. Und das klebe ich mir jetzt, bevor ich das Designerpapier auf den Farbkarton klebe. Hier auf mit so einem ganz schmalen Strichkleber. Guck, dass ich halbwegs mittig bin. Und klebe mir das hier so rein. Und dann bringe ich mir hier das Designerpapier auf. Da müsst ihr jetzt beim Aufkleben darauf achten, dass ihr überall einen schönen, gleichmäßigen Rand habt. Und nicht erschrecken, ich drehe es mal rum, das steht ja hier jetzt über. Und das ist einfach nur das Verbindungsstück von diesem Mechanismus mit der Grundkarte. Und zwar muss das Stück jetzt hier aufgeklebt werden. Ich habe mir das dann einfach umgedreht, so rum, und klebe mir das jetzt hier auf. Also so rum. Oder? Ich guck mal schnell. Ja, nur damit wir jetzt nichts falsch machen. Also so kommt's.
So wird es später in die Karte aufgeklebt. Jetzt dreht ihr euch das einmal rum und das legt ihr euch auch auf den Kopf und verbindet jetzt die zwei miteinander. Und das lasst ihr dann auch richtig gut trocknen. Das muss jetzt richtig schön halten, denn das hält später den ganzen Zug aus. So, und dann, jetzt haben wir ja hier noch keine Falzlinie. Die machen wir uns jetzt einfach selbst, indem wir jetzt das Designerpapier richtig schön hier am Farbkarton entlang legen und so ein bisschen festdrücken. Ich mache das wieder in beide Richtungen. So. Und dann haben wir jetzt im Prinzip schon unseren Mechanismus. Also wenn wir dann später hier ziehen, klappt sich das dann hier in den einzelnen Lagen auf. Das kann man jetzt klar natürlich schlecht zeigen, weil es ja noch nicht aufgeklebt ist. Aber so zieht sich dann später die Karte raus und auch wieder rein. Und das müssen wir jetzt auch wieder in die Karte einbringen. So. So, und ich mache das mit doppelseitigem Klebeband. Das kann ich euch hier auch wirklich ans Herz legen. Alles andere, dann verschiebt ihr euch den Kleber und die Karte bewegt sich am Schluss nicht. Ist alles nicht so das Perfekte. Also nehmt am besten doppelseitiges Klebeband. Ist in meinen Abreißer und legt euch das wirklich so richtig schön an den Rand. Und bringt euch das an den drei Seiten. Also hier könnt ihr ja nichts aufkleben. Da ist ja euer Mechanismus. Also hier könnt ihr ja nichts, ne? Also nur auf den Seiten. Und das muss jetzt da rein. Ja, und das ist ja mit dem doppelseitigen Klebeband so ein bisschen blöd. Und den Trick habe ich jetzt bei einer Demo-Kollegin gesehen. Die hat einfach sich so kleine Ecken abgemacht, die Folie nicht abgerissen und das so ein bisschen nach außen geklebt. Und hat sich dann den Mechanismus hier mittig platziert, dass das schön sitzt, an den Seiten, wo sie den Kleber schon weggenommen hat, hat sie sich das fixiert und hat dann das Klebeband vorsichtig entfernt und dann festgeklebt. Also ich fand die Idee super, vor allem weil dann auch nichts mehr verrutschen kann und es sitzt auch dort, wo es hin soll. Und so habt ihr jetzt schon den Mechanismus eingeklebt. Jetzt müssen wir uns nur noch die einzelnen Elemente aufbringen. Ja, und da müssen wir jetzt noch ein bisschen aufpassen, beziehungsweise ihr. Ich habe mir alles schon vorgeschnitten, dass man da jetzt keine Fehler macht. So, und zwar habe ich mir hier jede Menge Papierchen geschnitten. Und zwar, ich sage euch jetzt einfach die Maße, ich blende die aber auch nochmal mit ein und verlinke die auch auf meinem Blog. Und zwar braucht ihr ein Stück Farbkarton in 11,5 x 8 und den passenden Aufleger. Ich habe den hier jetzt weiß in 11 x 7,5. Dann braucht ihr ein Stück in 10 x 8 und den passenden Aufleger in 9,5 x 2,5. Das braucht ihr zweimal. Also ich habe dann immer eine Seite, ich zeige es euch hier. Also das ist der erste Aufleger. Und ich habe mir immer eine Seite mit Designpapier und eine Seite in Weiß zum Stempeln dann dekoriert. Die nächste Seite, wieder dasselbe, braucht ihr auch wieder zwei Stücke. Einmal mit Weiß und einmal mit Designpapier. Das hat ein Maß von 8 x 8,5 und der Aufleger 8 x 7,5 und dann nochmal zwei Stücke in 7 x 8 und den Aufleger in 6,5 x 7,5.
Ich habe die jetzt auch noch nicht geklebt. Also ich nehme mir wirklich die Aufleger und klebe mir die später auf. Denn da ist es dann wirklich so, dass ihr aufpassen müsst mit der Richtung vom Designerpapier, dass ihr da nicht die Schmetterlinge auf dem Kopf stehen habt oder so. Deswegen habe ich das ohne die Aufleger gemacht, habe mir die danach verziert. So, und jetzt bringt ihr euch. Ich komme mal ein bisschen näher. Na, das wird man schlecht sehen hier. Auf die erste Falz hier, also auf das erste Rechteck, bringt ihr euch Kleber auf. Ich bin jetzt auch nicht so ganz nah an den Rand gegangen, dass ich da nicht, dass der Kleber da nicht rausquillt. Und habe mir das dann versucht, mittig hier aufzukleben. Was ich immer gemacht habe zwischendrin, probiert, ob es auch rumzieht, dass es richtig sitzt. Also so. Wieder schön trocknen lassen. So. Dann könnt ihr das so umklappen. Und das ist das, was ich meinte. Da quillt mal ganz schnell der Kleber raus. Dann kommt schon das nächste Feld. Und das seht ihr dann schon. Hier kommen dann meine zwei Aufleger drauf. So wird es dann gestaltet. So, also, und jetzt, wie gesagt, das nächste Feld. Geht es genauso weiter. Ich bringe mir hier Kleber auf. Und klebt mir das. Da müsst ihr jetzt aufpassen, dass ihr von der Breite her die richtige Ausrichtung habt. Denn die Karte hier soll ja hinter der anderen verschwinden. Die soll man ja nicht mehr sehen, wenn man so schießt, ne? Wenn das so minimal rausguckt, finde ich das noch nicht mal schlimm. Das sind wir Bastler ja immer unsere größten Kritiker. Aber so passt's. Und so macht ihr das dann weiter. Mit dem nächsten Stück hoch. Also den Aufleger weg und den. Seht ihr, hier müsst ihr jetzt aufpassen. Gefühlsmäßig habe ich jetzt so gegriffen, aber er muss so aufgeklebt werden. Und dann auch wieder ausrichten an dem darunterliegenden. Festdrücken und gucken, dass es auch hier schön sitzt. Passt. Und dann haben wir noch den letzten und der wird dann auch wieder hier aufgeklebt. Und den könnt ihr jetzt flächig auf diese komplette, auf das komplette verbleibende Feld nochmal gucken, aufkleben, ja. Ich gehe da auch nicht so nah zur Falz. Das braucht ihr dann nochmal nicht zu passen und dann man dann das Problem, dass alles rausquillt. Aber das hat ja jetzt schon genug Fläche, wo es kleben kann. Und dann schön andrücken. Und dann sollte das jetzt funktionieren. Und das tut es. Und dann müsst ihr das Ganze nur noch dekorieren. Also ich habe mir dann, wie gesagt, hier das Weiße aufgeklebt. Und was ich auch gemacht habe, wo ist es denn jetzt, mein Schnipselchen? Ich habe mir hier auch noch so einen schmalen Streifen Designerpapier hergenommen und habe mir den unten aufgeklebt, dass das nochmal so ein bisschen
die Farbe aufgreift von der Karte. Einfach unten auf. Das Einzige, worauf ihr ein bisschen achten müsst, dass ihr jetzt innen drin, also in den einzelnen Schichten, jetzt nicht mit extrem viel, wie nennt man es dann, Dimension arbeitet. So, und bevor wir hier jetzt anfangen zu dekorieren, lege ich mir mal die weißen Farbkartonstücke weg und klebe mir immer den passenden auf die linke Seite von meinen Karten. Und gesagt, das ist dann wieder Geschmackssache. Wenn ihr nur Designerpapier auflegen wollt, dann macht ihr auf beiden Seiten, so wie ich es hier in meiner dunkleren Variante gemacht habe. Aber ich fand das ganz witzig, dass auf jeder Seite so ein kleiner Spruch steht. Die Seite. Deswegen auch danach, weil wenn ich das jetzt hier falsch geschnitten hätte, ne, würde das nicht reinpassen. Guck da genau, wie die Ausrichtung sein muss. Da habe ich mir am Anfang ein bisschen schwer getan. Und da in die Mitte hatte ich da zwei. Ne, da hatte ich auch einen kleinen. So. Dann mache ich da mal den. Ich mache da mal die Schmetterlinge hin. Das ist halt auch wirklich eine Karte, wo dann das Designerpapier auch richtig schön zur Geltung kommt. Ja, und man sich wirklich auch dann kreativ austoben kann. Und dann habe ich mir einfach hier meine, also in der Reihenfolge kommen sie. So rum passt's. Und das muss hochkant, so. Und dann habe ich mir jetzt einfach Bildstempel gesucht. Ich habe jetzt nochmal das Celebration Set hergenommen, weil da wirklich viele schöne Stempel drin sind. Vielleicht habt ihr das ja auch. Und dann habe ich angefangen mit dem, manches wird mit dem Alter immer besser. Du bist schon so gut wie perfekt. Und die habe ich mir dann mit Momento aufgestempelt. Ins nächste Feld dann wieder ein Jahr älter. Na und, du bist einfach, du bleibst umwerfend. Entschuldigung, wenn es jetzt wieder wackelt. Und auf die letzte Seite habe ich mir dann einfach nur einen schönen Geburtstag aufgestempelt. Ein bisschen weiter nach unten, weil ich weiß, dass ich jetzt hier gleich noch Deko aufbringen muss. Und für die Front habe ich mir ein Stückchen Grundweiß genommen und aus dem Set, aus dem Blumenset, aus dem habe ich mir einfach das Birthday in Schwarz aufgestempelt. So. Und habe mir das mit der Hand einmal gerade ausgeschnitten, halbwegs gerade. Habe mir das Ganze dann auf ein Stück Wassermelone aufgeklebt. So, mit ein bisschen Abstand. Und habe mir das dann wiederum mit Abstand ausgeschnitten und so habt ihr ein kleines Rähmchen gebaut für das Birthday und das Happy, zeige es euch nochmal, habe ich mir hier vorne ganz in groß aus dem Set in der passenden Farbe, also in eurer Farbe, in der ihr gebastelt habt, aufgestimmt. So ein bisschen schief rein. So. Gleich das Stempelkissen weg. Da habe ich das Talent, immer reinzulangen. Und dann könnt ihr jetzt auch schon alles einkleben. Die Grundkarte, also dieses Hauptmotiv hier, habe ich dann mit Kleber aufgeklebt. Und habe dann
das Happy Birthday hier, dass man es eben so klein geschnitten haben. Einmal mit der Menschenmilz. Bisschen erhaben, aufgeklebt, da geht es noch. Da klappt jetzt ja nur die Grundkarte zu. Und das habe ich mir dann so ein bisschen verspielt drunter. Die nächste Seite, auch wieder den nächsten Stempelspruch. Aufgeklebt. Und so macht ihr das jetzt auf allen. Und dann müssen wir es nur noch aufhübschen. Und ja, die Karte ist schon ein bisschen kompliziert, aber wenn man immer zwischendrin Pause macht, denke ich, sieht man es recht gut. Und am besten, also bei dem ersten, als ich das Video das erste Mal bei der Kollegin gesehen habe, dachte ich, okay, das raff ich eh nicht. Aber es ist wirklich gar nicht so schwer. Ja, man muss sich halt einfach nur mal dran trauen. Ja, so, und zum Verzieren habe ich mir jetzt aus unserem Designerpapier, dem neuen, einmal den kompletten Bogen mit den Schmetterlingen ausgestanzt. Das habe ich schon mal vorbereitet. Und dann hat man ja auf einen Schlag richtig viele schöne Schmetterlinge. Das ist übrigens auch wieder so ein Stück, das ihr euch aufheben könnt, um an den Rand zu kleben. Und dann müsst ihr nur noch drauf losdekorieren. Ich habe dann mal den kleineren nach vorne zu dem Happy Birthday, weil da ja schon genug los ist. Ich habe den auch wirklich nur so in der Mitte aufgeklebt, dass schon noch so ein bisschen Spiel ist. Auf dem nächsten Feld habe ich mir dann schon wieder ein bisschen größeren aufgeklebt. Ja, da hätte ich jetzt können ein bisschen weiter. Was ist das noch? Ja, das ist ein bisschen schlecht. Muss doch der kleinere hierher. Hätte ich dran denken können, ne? Ja, guckt einfach, wie es dann passt, oder zur Not versetzt ihr euch eben die Sprüche. Ich habe das bei meiner ersten Karte eigentlich cleverer gemacht, muss ich sagen. Und am Schluss, ja, passt der auch schön. Ja. Perfekt. Oder nehme ich den? Ich mag den. Ja, einfach hier drauf los dekorieren. Und schon habt ihr eine schöne Karte. Ich habe dann mir noch Glitzersteinchen aufgebracht. Ihr könnt entweder die normalen Strasssteinchen einfärben. Und ich hatte hier noch jede Menge so farbige Glitzersteinchen, die ich nicht aufgebraucht hatte. Und die habe ich mir dann so ein bisschen farblich passend immer versucht, so ein bisschen. Na, der hat gar keine Farbe. So ein bisschen der Farbe anzupassen. Da einen gelben mal rein oder braun wird hier auch super passen. Beides. Hier nochmal in Pink. So einfach wild drauf los dekorieren. Und der letzte kriegt dann noch mal blau. Und schon ist das Innenleben fertig. Und außen habe ich mir dann einfach so ein Stück so ein Stück in Jade genommen. Und da haben wir ja in dem Set, ich hol's mal schnell, solche kleinen, ja, wie nennt man das? Ich hol's
Ich mal ein bisschen weiter raus. Ich bin hier ein bisschen abgestürzt. So Punkte mit drin in dem Set. Und die könnt ihr euch dann einfach hier so ausstanzen. Das mache ich mal schnell, bin gleich wieder da. So sieht das dann aus, wenn ihr euch das dann ausstanzt. Dann sieht man so ein bisschen den Hintergrund durch. Fand ich schön. Und habe mir das dann einfach mit Tombow jetzt gar nicht groß mit der Dimension oder so, weil die Karte an sich hat schon genug Dimension. Und der Streifen hier hat übrigens eine Breite von 2,5 und ist so breit wie eben die Karte. Ich glaube, das waren 13,5. Das Ganze so ein bisschen mittig. Wenn ihr mögt, könnt ihr hier jetzt klar natürlich auch nochmal einen Spruch aufkleben, aber doch, das braucht es gar nicht. Und dann hier einfach noch ein Schmetterling drauf. Den kann man jetzt wieder mit Dimensionals aufkleben. Der kriegt dann hier so in die Mitte drei Stück. So ein bisschen so drüber. Wer mag, kann dann noch ein Band aufkleben. Da würde sich jetzt das Band hier in Aquamarin super machen, weil das nicht so dick aufträgt. So, wo ist denn meine Schere? Bisschen anschrägen. Und das habe ich mir auch in der Tat mit Dimensionals aufgeklebt, weil das so schmal ist und so leicht. Da passiert auch nichts. Also das hält Bombe. Und ja, und schon habt ihr, wie ich finde, eine richtig schöne Karte. Zeige es euch nochmal von innen. Habt den richtig schönen Effekt und der Beschenkte freut sich bestimmt, wenn ihr so ein Geschenk kriegt und die sehen auch immer anders aus und ist auch mit jedem Set schön zu dekorieren. Ich zeige euch hier nochmal meinen undekorierten in dem Dunkelblau. Ja, und jetzt hoffe ich, meine Idee für heute gefällt euch. Wie gesagt, schaut doch mal gern auf dem Kanal von Papierverrückt vorbei und natürlich auch auf meinem Instagram-Kanal. Jetzt freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch oder auch wenn ihr mich unterstützt, meine Arbeit und eine Bestellung bei mir tätigt, würde mich riesig freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! We're gonna love, live and share.